Da ist er, der Moon. Willkommen zurück zu Kerbal Space Programm. Und jetzt kommt die große Stunde der Wahrheit, ob wir es bis dorthin schaffen. So, dazu schalten wir mal zu unserem SSTO, welches sich an der Freedom Station befindet. Wie geht's dir, Jeb? Bereit für den großen Test? So, dann mal gucken. 35 Tage für Solar Sentinel. Alles klar. Duna, immer noch ein Jahr. Moho, 110 Tage. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen... Unsere Tanks waren voll. Warum ist der nicht voll? Hast du kein Monoprop? Nee, das haben wir schon abgesaugt. Okay. Du hast gar keinen Monoprop-Tank. Gut. Und hier waren alle Tanks. Naja, bis auf das Liquid Fuel. Damit können wir ja leben, weil das ist ja nur für den Wiedereintritt. Ja, dann würde ich sagen, Andock. Wir sind unterwegs. Mal gucken. So, wir wollten zum Moon oder Minmus? Wir wollten zum Moon. Wir wollten ja die beiden Pappnasen hier aus der Station abholen. Die fliegt ein bisschen schräg, oh Gott. Da. War das die richtige? Ja. Gut. Dann lass uns einfach mal gucken. Moon. Das heißt, wir müssen hier rausballern. So. Burn Time 4 Sekunden. Ach Quatsch. Ja. Ihr habt ja recht. Weg damit. Du unset target. Der soll fliegen. Alles klar? Gut. Jetzt nochmal. Set as target. Add Manöver. Tralala. Moon. 1 Minute 17. Was haben wir drinne? Warum kannst du mir das nicht anzeigen? Ach ja, weil das ja hier zwei verschiedene Stages sind. 3 Minuten haben wir drinne. 1 Minute bis 17 brauchen wir. Wir kommen zumindest hin. Sind die beiden deaktiviert? Ja. Okay. Also. Wir müssen sowieso... So. 1 Minute 16 Sekunden. Wir lassen das so, weil wir dann sowieso, wir müssen ja hierher eine Korrektur machen. Können wir eigentlich jetzt schon machen? Nee, wird nichts. Gut. Lass uns mal bitte bis dorthin warpen. Tschüss, Raumstation. Kommt die näher? Nein!
Komm, flieg mal schnell dran vorbei. Warte mal, pass mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. So. Tschüss. Okay. Jetzt entfernen wir uns. Ja. Jetzt drehen wir uns auf unseren Manöverpunkt und ballern in die Richtung an der Raumstation vorbei. Den Laden hier vorne können wir zumachen. Alles klar? Und jetzt beschleunigen wir das Ganze wieder etwas. Fünf, vier, 3. Bei 1 Minute 17 brauchen wir 40 Sekunden. Okay. Ungefähr 40 Sekunden. Weil es sind 30 Sekunden und das hier sind knapp 20, also 10 mal 40 Sekunden raus, ja. So. Abbruch. Und Feuer frei. Wir fliegen mit einem SSTO zum Moon. Jawohl. Meter die Sekunde hat der drinne. Kommt unsere Apoapsis raus. Ganz deiner Meinung, Jeb. Ist Jeb eigentlich verheiratet? Seine Frau wird sich nicht ganz schön ärgern. Das sollte ein kurzer Testflug werden. Und jetzt ist er schon auf dem Weg zum Moon. Also zum Abendessen ist er nicht mehr zu Hause. So, 3, 2, 1, klack. Danke. Manöver weg. Bitte bis dorthin warpen. So. Und jetzt... Der dreht sich so rum. Also müssen wir uns so drehen, dass wir auch hier reingeflogen kommen. So, das heißt, hier Add Manöver. Und nun geht's los. So. Oh, das sieht ja gut aus. Das sieht ja schon fast perfekt aus.
Das sieht doch schon fast perfekt aus. Okay. So. Stopp. Alles klar. Jetzt drehen wir uns zu dem Manöverpunkt hin. 5, 4, 3. So, 4, 3, 2. Ganz deiner Meinung, Jeb. Und es geht los. Hey. Jawohl. Super. Ist das genial. Hoffentlich ist das die richtige Umlaufbahn. Ja, Science Station. Hoffentlich ist das die richtige Science Station. So, wir fliegen. Haben wir überhaupt einen Helmet, die so weit funken kann? Offenbar ja. Okay. Das nächste Manöver wird dann hier ein reines Bremsmanöver sein. So. Also erstmal, warte mal, erstmal müssen wir Manöver machen. Wir müssen mehr Abstand kriegen. Wir müssen ja Add Manöver. Stück nach oben. Sehr gut. Dabei können wir auch gleich die Seite angleichen. Kriegen wir gar nicht hin. Okay, lassen wir so. Wir gehen nur ein kleines Stück nach oben. So. Damit wir dann nämlich hier Abstand haben, um richtig andocken zu können. Reicht. Und jetzt hier bremsen. So. Macht 14 Sekunden von 2 Minuten. Dann warpen wir dorthin. Und dreh dich bitte Retrograd. Das dürfte nämlich ein reines Retrograd-Manöver sein. Sehr gut. Sehr. Sehr gut. Jetzt würde ich einfach sagen, auf ein bisschen mehr oder weniger kommt es hier nicht an. So. Perfekt.
So, und das nächste Manöver werden wir gleich hier machen. Und das wird jetzt die Kursangleichung. Die Kursangleichung sein. So. Ein ganz kleiner, zarter Burn. Jetzt haben wir die Hälfte von unserem Treibstoff verbraten. Das heißt, wir würden sogar noch ohne Auftank nach Hause kommen. Aber für ein Bremsmanöver reicht es nicht mehr. Also für Landemanöver. So. Gut. Und stopp! Passt. Jetzt können wir hier das ganze Überflüssige rausnehmen. Nämlich den da. Ah. Super! Alles klar. Wo ist die Raumstation? Da. Das heißt, wenn wir jetzt hier Manöver adden und bremsen. Ha! Ha! 3,2 Kilometer. 1,2 Kilometer. Kilometer. 0,3 Kilometer. 0,1 Kilometer. Wir sind ja schon wieder fast da. Burntime von einer Sekunde in einer Stunde. Ja. Klingt gut. Machen wir das Manöver noch? Haben wir die Zeit noch? Ja. Machen wir noch. Das heißt, da ist der Manöverpunkt. Wir bewegen uns mal zu unserem Manöverpunkt hin. Gehen Retrograde. Sehr gut. Das sollte jetzt theoretisch ein Retrograde-Manöver werden. Ja, wird es. In einer Minute. Das heißt, wir beschleunigen noch ein bisschen. Und... Ah, shit! Falsche Taste! Das war jetzt natürlich... Das war notwendig! Jetzt, ich hab das sowas von kommen sehen. So. Prograde gehen und das wieder ausgleichen. So. Was haben wir? 3 Kilometer. Okay, müssen wir mit leben. Machen wir einen reinen Retrograde. Das war nämlich hier den Bogen auch reinziehen. Alles klar.
So, das wird jetzt ein schlechtes Manöver. Target. Okay. Jetzt gehen wir retrograd zum Target. Wir sind schneller. Das heißt, jetzt müsste meine Geschwindigkeit abnehmen. Gut. Dann drehen wir jetzt die Geschwindigkeit auf 0 und dann machen wir den Rest. So. 3, 2, 1. 0. Da ist unser Ziel. 700 Meter. Und wir haben eine Geschwindigkeit von 0,0. Zum Ziel. Ich würde aber sagen, wir bleiben hier und das Kopplungsmanöver machen wir dann nächstes Mal. So. Perfekt. Da, die Erde im Hintergrund. Schönes Titelbild. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und see you later!